Herzlich willkommen zu einer weiteren Videobotschaft der Paul-Gerhardt-Gemeinde. Mein Name ist Gerald Mann und ich gehöre seit vielen Jahren zu unserer Kirchgemeinde. Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen. Sind Sie schon angekommen? Diese Frage ist so gar nicht zu beantworten, denn die berechtigte Gegenfrage wird ja lauten, wo soll ich denn angekommen sein? Eine überaus berechtigte Frage. Wo soll ich in meinem Leben ankommen? Das menschliche Leben bietet viele Optionen. Man spricht heute sogar von Multi-Optionsgesellschaft. Und viele Menschen sind ständig unterwegs und kommen dennoch nirgendwo richtig an. Die Kirche weltweit begeht die Adventszeit als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Advent heißt Ankommen oder Ankunft. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Das heißt, er kommt bei uns Menschen an. Advent ist also Vorbereitungszeit auf die Begegnung mit Gott. Und deswegen ist Advent so viel mehr als Christkindlmarkt mit Glühwein und Lebkuchen. Darauf müssen wir ja dieses Jahr verzichten. An vielen Orten finden Weihnachtsmärkte nicht statt. Das verhindert vielleicht so manche Begegnung mit Freunden und Bekannten. Aber die ganz individuelle Begegnung mit dem Gott, der als Mensch in Jesus Christus bei uns angekommen ist, muss keineswegs ausfallen. Warum ist diese Begegnung so wichtig? Dieser Gott hat uns geschaffen und liebt uns. Er will vor allem, dass wir schon jetzt und in Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm leben. In dem Adventslied »Gottes Sohn ist kommen« heißt es über Jesus Christus, er kommt auch noch heute und lehret die Leute, wie sie sich von Sünden zur Buß sollen wenden, von Irrtum und Torheit treten zu der Wahrheit. Dieser Text aus dem 16. Jahrhundert ist vielleicht nicht auf das erste Hören verständlich. Was will der Liederdichter sagen? Das Kind in der Krippe ruft als Gottessohn zu einer Lebensumkehr zu Gott auf. Er kommt zu uns, damit wir zu ihm kommen können. Denn, wie der Dichter Angelus Silesius sagt, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du gingest ewiglich verloren. Darauf kommt es nicht nur im Advent und an Weihnachten an. Diese ganz persönliche Begegnung mit Gott, dieses Ankommen bei ihm, wünsche ich Ihnen von Herzen. In diesem Sinne, gesegnete Weihnachten.